Hallo zu einem weiteren, diesmal wirklich kurzen und knackigen Weekend-Flashback hier auf Hauptstadtsport.tv. Die Siegesserie der Spreefüchse hält auch weiterhin an. Am Samstag schlugen die Berlinerinnen den HC Leipzig eindrucksvoll mit 34-28 und das ist der 5. Sieg in Folge. Die Spreefüchsinnen sind nun punktgleich mit dem Tabellendritten bei einem absolvierten Spiel weniger. Auch der VfL Potsdam konnte souverän gegen die zweite Mannschaft der Füchse Berlin gewinnen. Nach der bitteren Auswärtsniederlage gegen den TSV Altenholz am letzten Wochenende konnten die Potsdamer nun am Sonntag einen klaren Heimsieg einfahren. Es ist Nina. Mit den 2 Punkten im Rücken gilt es nun am Freitag auch die ersten Auswärtspunkte gegen den SC Magdeburg II dingfest zu machen. Und ein weiteres Event stand dieses Wochenende auf dem Programm. Das Motto Schwimmen, solange man Lust und Laune hat, wurde großgeschrieben beim jährlichen 24-Stunden-Schwimmen der Berliner Wasserratten. Egal ob jung oder alt, Freizeit- oder Leistungsschwimmer, alle konnten im Stadtbad Märkisches Viertel ihre Bahnen ziehen. Und für die besten Schwimmer gab es sogar Pokale. Nächstes Wochenende bin ich am Sonntag wieder auf der Trabrennbahn Mariendorf am Start. Jubiläumsrenntag des VDTs anlässlich seines 125-jährigen Bestehens. Das muss gefeiert werden und das wird es am Sonntag auf der Trabrennbahn. Vielleicht schaut ihr auch mal vorbei, es sind wieder tolle Rennen auf dem Programm. Und sonst schaut einfach den Beitrag. Wir sehen uns dann auch beim Hauptstadtsport TV Weekend Flashback in einer Woche. Ihr wisst Bescheid.